Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 23. Januar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und die Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber vom Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens, was die chinesischen Astrologen als rote Vogel nennen. In diesem Palast des Südens bewegt sich unser Planet Erde. In unserer westlichen Astrologie heißt es, unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine zunehmende Mondphase und die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiserin. Und die Himmelskaiserin hat die Palast gewechselt von Norden auf Westen. Und bei jedem Wechsel, bei jeder Veränderung zieht sich erstmal zurück in die Mitte. Das heißt, die Himmelskaiserin zieht sich zurück in die Mitte im Palast des Westens, was die chinesischen Astrologen als weiße Tiger nennen. In die Mitte wird vom Polarstern und von Saturn beherrscht. Die Polarstern dient zum Orientierung und Saturn strukturiert, hat Lernaufgabe und vermittelt etwas, ein bisschen Geduld noch. Ab morgen verlässt die Mond die Mitte und bewegt sich, kommt von sich raus und bewegt sich in Palast des Westens. Es ist heute etwas sehr Interessantes bei der Bewegung die Erde und die Bewegung Venus, die Liebesplanet. In unserem Sonnensystem steht die Sonne im Mittelpunkt und die Planeten kreisen in ihren elliptischen Bahnen um die Sonne. Planet heißt übersetzt beweglichen Sternen und unserem Planet Erde gehört dazu, also kreist um die Sonne. Bei diesen elliptischen Bahnen gibt es einen Punkt, wo die Planeten am nähersten sind zu der Sonne, heißt Diamant. Und dieser Diamant in diesem Bereich ist unserem Planet Erde, also ganz nah zu der Sonne. Es gibt einen Punkt bei diesen elliptischen Bahnen, wo die Planeten weit weg von der Sonne sind, also die weiteste Punkt von der Sonne aus. Und dieser weiteste Punkt von der Entfernung von der Sonne heißt schwarze Sonne. Und genau in diesem Bereich, in diesem schwarzen Sonne, bewegt sich gerade die Liebesplanet Venus. Das hat auch mit der Bewegung etwas zu tun, mit der Schnelligkeit. Je näher ein Planet zu die Sonne befindet, bewegt sich schneller. Je weiter ein Planet von die Sonne entfernt ist, wird langsamer. Und das ist eine von den keplerischen Gesetzen. Das bedeutet, dass unserem Planet Erde wirkt natürlich auch, weil das ist die Realität, das ist Materie, das, wo wir leben, also wir sind in diesem Diamant. Und das ist die starke Sonnenenergie. Planet Erde bewegt sich jetzt auch schneller, weil das beeinflusst die Geschwindigkeit. Und das bedeutet, wir brauchen einen festen Boden unter unseren Füßen und wir möchten auch Klarheit. Aber die Venus ist der Planet, die Liebe, ist weit weg von der Sonne entfernt. Jetzt nicht im Vergleich zu dem anderen Planeten, das meine ich nicht, sondern in ihren Laufbahn, in diesem elliptischen Bahn, wie sich die Venus bewegt, sich um die Sonne, erreicht gerade das weißeste Punkt, diese schwarze Sonne. Also kommen Unklarheiten. Das widerspricht sich ein bisschen. Das heißt, wir haben gerade dieses Bedürfnis, unser Liebesleben zum Klären. Wir brauchen die Realität sehen und trotzdem kommt etwas, was schwierig ist zum Klären.
Und das bedeutet mit anderen Worten, es ist nicht der richtige Augenblick, etwas in die Liebe zu klären, sondern wir sollen abwarten. Das zeigt auch die Venusbewegung in ihren elliptischen Bahn. Und so ähnlich drückt sich auch die Mondenergie, das ist auch eine weibliche Energie, in Tierkreiszeichen wieder, wie die chinesischen Astrologen beschreiben, in diesem Palast des Westens zieht sich zurück momentan in die Mitte. Und das ist wichtig zum Vermitteln. Wir sollen jetzt geduldig sein, eher zurückhaltend sein. Es ist momentan schwierig, etwas zum Klären in die Liebe, auch wenn wir gerade diese Bedürfnis haben, Klarheit, Orientierung. Das wäre zu schnell. Das sei die Bewegung die Erde. Und die Einfluss von die Venus, es ist langsamer mit eben Bewegung und wir sollen warten, bis die Venus-Energie, diese schwarze Sonne, dieser Punkt verlässt und nähert sich in ihren Laufbahn mehr in die Sonne, dann kommt etwas in Bewegung, dann kommt eine Klärung. Und wir haben auch noch einen Einfluss auf die Mondenergie, Alperats, heißt dieser Stern, und dieser Alperats befindet sich im Sternbild Andromeda. Andromeda und Cassiopeia und Perseus. Natürlich ist eine schöne mythologische Geschichte, die Befreiung Andromedas von diesen Fesseln durch Perseus, dass sie sich beide verliebt haben, und Cassiopeia ist nichts anderes als die Königin, die Mutter von Andromeda, und Cassiopeia können wir im Himmel ganz leicht finden, weil das ist ein Doppel-W und das ist ein Buchstabe im Himmel und in die Nähe von großen Bär oder großen Wagen, und das ist ganz, ganz leicht zu finden. Das ist die Königin Cassiopeia, die Tochter ist Andromeda. Interessant ist, dass diese Alperats, was heute unsere Mondenergie bestrahlt, ist in Verbindung mit Sternen von Perseus und von Cassiopeia, und sie zeigen die Himmelsmeridian, also sie sind miteinander verbunden, das hat auch eine Bedeutung. Also es ist wichtig, im Wesentlichen konzentrieren, eine Richtung bestimmen, geduldig sein, noch abwarten und dann erst handeln. Und die Geschichte von Andromeda erzählt auch Befreien von Ängsten. Das ist die symbolische Bedeutung dieser schönen Geschichte. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. In gleicher Zeit geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe, und genau da in diesem Bereich befindet sich auch unser Planet Erde. Und bei die Wassermann-Geborenen ist wichtig, gerade eine Klarheit zu bekommen über sich selbst, weil das ist auch ein Selbstausdruck, gerade die Ausstrahlung, das Auftreten ist auch sehr wichtig bei die Wassermann geboren wahrgenommen werden, aber ist wichtiges Thema auch die Liebe, Partnerschaft. Aber bitte denken wir daran, die Erde ist in die Nähe, die Sonne in diesem Diamant, und Venus ist weit weg von die Sonne in diesem schwarzen Sonne. Es ist sehr, sehr schwierig im Augenblick, da eine Klarheit zu bekommen. Es ist einfach nicht der richtige Moment dafür. Und das wirkt auch bei die Wassermann-Geborenen, weil da bewegt sich die Planet Venus gerade, was natürlich Thema Liebe, Partnerschaft hervorruft. Aber dann kommen die Chancen und die Möglichkeiten, weil es gibt auch schöne Einflüsse von außen. Also es formt sich alles in die Liebe, Partnerschaft, aber jetzt nicht erwartet, dass es heute klappt. Aber es ist alles in Ordnung, weil es gibt auch sehr schöne Einflüsse. Bei Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist auch ein Aufstieg, und die Fischen geborenen ändern sich an sich selbst etwas. Entweder die Einstellung oder das Aussehen oder die Figur abnehmen oder eine neue Frisur oder neue Kleider. Die Auftreten, das Erscheinungsbild wird sich in die nächste Zeit verändern,
bei den Fischen geboren. Und sie strahlen etwas aus und sie werden auch wahrgenommen, weil sie bekommen zurzeit auch Anerkennung. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen jetzt Veränderungen. Es ist gerade aktiv. Aber denken wir auf die Mondenergie, weil die Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen wieder, was die chinesischen Astrologen dazu sagen. Erstmal zurückziehen, planen, orientieren und auch die Einflüsse von Sternen, gerade von diesem Alperaz, was die Himmelsmeridian zeigt mit Cassiopeia und Perseus. Wir brauchen erstmal die Richtung, wir brauchen einen Weg zu bestimmen, in welchen Weg möchten wir gehen. Und dazu noch diese Alperaz ist auch Glück und Erfolg, was gerade vermittelt. Also kommt auch was Schönes, weil dieses Projekt, was man startet, geht zum Erfolg. Wichtig ist, dass man nicht unüberlegt und schnell handelt, sondern man braucht einen Plan. Und dann wissen wir, wo das Ziel ist. Und immer das Ziel ist der Weg. Und das ist die Wegweisung gerade. Mondenergie vermittelt das uns für alle, aber hier bei Tierkreiszeichen wieder ist es intensiv spürbar. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen wird in die nächste Zeit wichtig sein, die Werte, die Wertschätzung, die Finanzen, und das bringen sie auch in Ordnung. Eine gute Nachricht, ein gutes Gespräch, ein Termin oder ein wichtiger Vertrag ist zum Erwarten. Bei Liebe, Partnerschaft ist nicht so einfach etwas zum Klären, aber vielleicht hilft, wenn erstmal an uns selbst denken und diese Wertschätzung uns selbst gegenüber aneignen und verlangen auch von anderen diese Wertschätzung, diesen Respekt. Und das würde ich bei den Stiergeborenen empfehlen, weil dadurch befestigen sie etwas und verbessert sich die Kontakt zu anderen und auch in die Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein gewisser Rückzug. Auch wenn die Begeisterung da ist und sie möchten gerne etwas Neues starten, aber sie fühlen sich gerade kraftlos und sie brauchen die Rückzug, sie brauchen die Ruhe. Bei vielen Zwillingsgeborenen handelt es sich um die Immobilien oder ein Umzug oder eine Veränderung im häuslichen Bereich, eine neue Einrichtung oder etwas verändern, kann auch bedeuten in die Liebe, dass man zusammenzieht oder einen gemeinsamen Haushalt führt oder ein Hochzeit plant. Das kann auch ein Thema sein bei die Zwillingsgeborenen und vor allem sie haben gerade Glück in die Liebe. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen spüren die schöpferische Kraft, die Kraft, was sie umsetzen können in beruflichen Situationen, weil sie möchten etwas beruflich verbessern und jetzt kommen auch die Ideen und das können sie auch gut umsetzen. Wichtig ist, die Gespräche anderen suchen, auf anderen zugehen, weil das kann wichtig sein und es kann auch hilfreich sein. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig die Liebe Partnerschaft. Aber nicht nur warten, bis eine Bestätigung kommt oder jemand auf sie zukommt und Gefühle, Interesse zeigt, sondern die Löwengeborenen lernen gerade etwas, auf anderen zuzugehen, offen zu sein, Gefühlen zu zeigen, weil so kommt die Liebe Partnerschaft in Harmonie, im Gleichgewicht. Viele Löwengeborenen erleben gerade karmische Begegnungen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen wird auch wichtig, die Liebe Partnerschaft. Sie fühlen sich zwar noch unsicher, die brauchen auch die Bestätigung, wo sie mehr Erfolg haben, das sind die Finanzen oder die berufliche Situation oder ein Vertrag, ein Termin oder Gesprächen. Weil eine gute Nachricht können die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen damit rechnen. Bei den Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist eine Wandlung, eine Veränderung. Handelt sich auch um Werten. Das nicht so direkt mit dem Selbstwertgefühl und dem finanziellen Fluss hängt damit zusammen, sondern anderen. Es hat auch mit Finanzen zu tun, aber nicht die monatliche
Einkommen oder Gewinn, sondern Erbschaft oder Finanzamt oder Steuerberater oder Buchhaltung. Das ist die Richtung, was die Wagengeborenen gerade in Ordnung bringen. Aber es ist auch, ändert sich etwas nicht nur im Finanzbereich oder bei Erbschaften, sondern ändert sich etwas in die Liebe, Partnerschaft, weil da sind gerade die Chancen und auch das Glück, etwas zu verbessern. Vielleicht heute ist diese Klarheit nicht, das habe ich vorher erklärt, aber in den kommenden Tagen kommt auch die Leichtigkeit und auch die Klarheit. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist wichtig eine Reise und diese Reise kann auch eine innere Reise sein oder Kontakte mit Ausland oder eine Reise planen oder eine Fremdsprache oder ein Studium. Und da haben die Skorpion geboren sehr gute Gespräche und Erfolg. Bei Tierkreiszeichen Schützen Geborenen ist wichtig die Anerkennung, das Lob, weil sie möchten beruflich zeigen, was sie können. Und das haben diese Verlangen auch beruflich erfolgreich zu sein. Viele Schützengeborenen suchen gerade ihre wahre Berufung. Nicht nur im Beruflichen haben die Schützengeborenen zurzeit Glück, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist ein gewisser Rückzug und sie werden irgendwelche Geheimnisse erfahren. Kann auch bedeuten, dass sie haben welche Geheimnisse und möchten sie nicht, dass ins Tageslicht kommen. Dann bitte schweigen, weil die Gefahr besteht. Wenn sie das erzählen, dann wird das auch weiter erzählt und dann bleibt es auch kein Geheimnis. Aber wichtig ist die inneren Kraft spüren und auch die Wünsche, Sehnsüchte auch ernst nehmen, weil das, was gerade in Form kommt. Und die Gespräche haben eine Bedeutung, aber das hat eine gewisse geheime Haltung. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.